Leute, Dark Souls 3 ist Geschichte. Aber was ist die Geschichte von Dark Souls 3? Das erfahren Florentin und ich heute, denn wir gucken Lore-Videos. Ihr habt euch das gewünscht? Wir wissen immer nicht, wer anfangen soll. Ne? Victory! Es fühlt sich gut an. Wir haben es geschafft. Dark Souls 3 ist besiegt. Eine jahrelange Reise geht zu Ende. Ja. Und jetzt kommt der Teil, der am schönsten ist, denn wir haben es geschafft. Wir können uns nochmal zurücklehnen, zurückblicken, schauen, was passiert eigentlich, was ist passiert, was waren unsere Highlights, wo haben wir uns besser kennengelernt, konnten wir an uns wachsen. Mhm. Wir haben uns ja gegenseitig hochgezogen quasi über dieses Jahr hinweg. Und da wollen wir heute nochmal zurückschauen und vor allem auch, wir wollen die Leute verwirren, die Playlist sehen und denken, da kommen noch ein paar Folgen, die nicht damit rechnen, dass wir Media besiegen. Also das ist so ein bisschen auch der Sinn dieses Videos heute. Aber ihr habt euch gewünscht, weil viele von euch haben sich dieses Let's Play angeschaut und sich gefragt, was? Und da haben wir uns ähnlich gefühlt. Ja. Und deswegen wollen wir heute mal nachgucken, was wir überhaupt alles gespielt haben. So machen wir das. Wir fangen an mit einem Beitrag von Kuro. Ihr kennt Kuro, ihr liebt Kuro als Game-2-Kuro. Aber bevor Kuro Game-2-Kuro wurde, hatte Kuro ein anderes Leben, zwar bei Gameswelt. Ja. Und bei Gameswelt hat er einen redaktionellen Beitrag zur Geschichte von Dark Souls 3 gemacht. Und die klauen wir jetzt einfach. Das ist Content-Diebstahl. Ja. Sagen wir, wie es ist. Es ist Content-Diebstahl. Erst haben wir ihn gestohlen, dann haben wir seinen Beitrag gestohlen. Also alles nacheinander. Wir haben im Forum gefragt nach guten Videos zum Thema Dark Souls 3, Lore. Und da haben wir ein paar Empfehlungen bekommen, unter anderem das hier. Und ich muss wirklich sagen, also wenn jetzt wirklich bei der Weihnachtsfeier jemand mich fragt, so, was hast du das Jahr lang gemacht? Ja, Dark Souls 3 gespielt. Ach krass, worum geht's da? Also. also links rollen und dann rechts und dann musst du pro Strahl zweimal rollen und dann drauf, vielleicht ein oder zweimal, aber nicht dreimal. Um und Gottes dann musst Willen. Du gucken. Und entweder bläst dir so auf den Boden runter oder geradeaus oder man fliegt, dann muss man ganz schnell im rechten Winkel nach links. Ja. Das hast du dir alles sehr gut gemerkt, das wirst du wahrscheinlich in 10 Jahren kann ich dich wecken und du weißt es noch. Nee, ich meine aber die Story. Ja. Wir haben die Augen gefunden. Ja! Wir haben die Augen gefunden. Haben wir ihr sie eigentlich gegeben? Und ja, nee, die hatte eine Augenbinde und dann haben wir uns schon gedacht, was ist da los? Dann sind wir durch die Gegend gelaufen und dann haben wir irgendwann was gefunden und dachte, was ist das? Und dann waren das Augen von ihr. Ach, wenn sie mir zurückgeben, hat sie verloren und dann haben wir ihr die Augen gegeben, hat sich auch dafür bedankt, aber war immer noch blind. Tja. Ja. Also das ist, das waren so Story-Momente, die werde ich nicht vergessen. Hängen geblieben. Wenn ich jemals bei Gamefights sitze, was ist der beste Story-Moment aller Zeiten? Die Augen. Dann die Augen. Ja, definitiv. Und ob das das Einzige ist oder ob es noch mehr gibt, das erfahren wir jetzt. Wir werden dieses Video gemeinsam schauen. Es wird nicht das Einzige sein, wir haben noch ein paar vorbereitet. Es gibt ja diesen einen Super-Storyteller für alle Souls-Spiele, Fatih Wadi oder so. Mhm. Klingt wie so ein Rapper irgendwie. Fatih Wadi hat so einen gewissen Rhythmus. Es scheint viel Bedarf zu geben für Story-Erklärungen, weil ich glaube, die meisten Spieler, die das Spiel spielen, haben keine Ahnung, was los ist und gucken sich dann Lore-Videos an. Aber ist ja auch schön. Ja, absolut. Und wir fangen jetzt einfach damit an. Kommt, lehnt euch zurück. Das ist unser Abschluss zu dieser über ein Jahr lang währenden Let's Play-Reihe. Hier ist Kuro aus seinen Games-Welt-Tagen mit Dark Souls History Teil 3, das Ende einer Ära. Ah, ich erinnere mich. Ja. Hast du die ersten beiden Teile auch gespielt eigentlich? Ja. Okay. Also ich weiß alles. In der Welt von Dark Souls gibt es immer einen Auserwählten. Dieser Auserwählte opfert sich, um die erste Flamme neu zu entfachen, damit das Zeitalter des Feuers bestehen kann. Seitdem Gwyn als erster Lord sein Leben für die Flamme gab, kamen unzählige andere Auserwählte nach ihm und taten es ihm gleich. An ihrer Stelle befand sich immer eine Feuerhüterin, die bei dieser Pflichterfüllung geholfen hat. Mit der Zeit wurde es eine Art Ritual. Und auch ihr habt vorher in anderen Dark Souls-Spielen schon an diesem Ritual teilgenommen. Dieses Ritual hielt für unzählige Generationen Bestand, bis ein Prinz beschließt, nicht seiner Bestimmung nachzugehen. Anstatt sein Leben der ersten Flamme zu geben, trotzt er seinem Schicksal und ist gewillt, den Zyklus nicht fortzusetzen, um stattdessen das Zeitalter der Dunkelheit einzuleiten. Die Feuerhüterin schlägt Alarm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein mächtiger Glockenschlag tönt durch das ganze Königreich und weckt 4 Aschefürsten aus ihrem Grab.
Der Titel des Aschefürsten wird denjenigen gegeben, die in Vergangenheit tapfer genug waren, sich zu opfern, um die erste Flamme am Lodern zu halten. Die vier erwachten Fürsten sind Ludlef aus Kurland, Aldrich der Götterfresser, der Riese Jorm und die Wächter des Abgrunds. Doch anstatt gemeinsam ihre Throne zu besteigen, um in einem gemeinsamen Akt die erste Flamme zu retten, verweigern auch sie dieses Mal ihr Schicksal. Nur Ludlef lässt sich am Feuerbannschrein an seinem Platz nieder, bereit, sich erneut zu opfern. Seine altertümliche Sprache lässt vermuten, dass er vor sehr langer Zeit die Flamme entfachte. Außerdem trennte er sich von seinen Beinen, mutmaßlich, um nicht vom Thron zu fliehen, sollte ihn der Mut verlassen. Mit dem Läuten der Glocke tauchten auch Unentzündete auf. Dabei handelt es sich um Untote, die einst versuchten, die erste Flamme zu entfachen, aber scheiterten oder unwürdig waren. Während die Auserwählten sich zwar opferten, aber nicht komplett verbrannten, beziehungsweise zumindest ihre Form beibehielten und so zu den Aschefürsten wurden, könnte es sich bei den Unentzündeten, auch Aschen genannt, um Geschöpfe handeln, die bei der Entfachung komplett verbrannten. Letztendlich. Okay, ganz kurz nochmal, ja, weil ich auch 1 und 2 nicht gespielt habe. Also, es gibt irgendeine Flamme, die muss immer wieder entfacht werden. Mhm. Und das lief gut. Mhm. Bis Dark Souls 3, wo die Leute, die das eigentlich machen sollten, das verweigert haben. Und wir sind jetzt der Auserwählte, der sagt, nee, das soll trotzdem passieren. So habe ich es verstanden, ja. Also der Typ hat sich geweigert. Dann hat die Feuerhüterin, das ist die ohne Augen, hat die 4 oder 5 Bosse geweckt. Und die Bosse sollten eigentlich sicherstellen, dass die Flamme entzündet wird, obwohl der Prinz, der dafür designiert war, sich geweigert hat. Und dann, warum weigern die sich? Weil die sich nicht opfern wollen. Also die haben sich schon 2-mal geopfert, sind immer wieder gestorben. Die und Bosse, jetzt sagen ja. Die, nee. Ja, genau, jetzt sagen sie, ey, sorry, ich hab keinen Bock mehr drauf, das soll jetzt jemand anderes machen, mir egal. Offensichtlich ist der Vorgang des Opferns dann doch etwas problematischer, als das gemeinhin in den romantischen Darstellungen der Priesterschaft einfach kommuniziert wird. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gesagt, wie so ein Zahnarztbesuch, nee, Leute, ey, das mach ich nicht nochmal. Aber das ist generell eine Welt, wo man ständig stirbt und immer wieder erwacht wird und ständig stirbt. Und die Fürsten, die sterben und erwachen wieder und müssen dann die Feuer entflammen und dann sterben die wieder und hin und her. Nee, also. Bis sie jetzt sagen. So wie ich es verstanden habe, ist immer jemand anderes, der sich geopfert hat, um den Zyklus neu zu entfachen. Und da gibt es dann immer mehrere Bewerber. Und deswegen gibt es auch überall diese Seelenfragmente, die wir finden, weil das alles Leute sind, die es eben nicht geschafft haben. Die waren unwürdig oder sind gestorben. Und der eine Auserwählte ist derjenige, der am Ende sich dann opfert. Und dann gibt's halt für jeden Zyklus eine weitere Person, die diese Opferung machen muss. Und dann war dieser Prinz an der Reihe, offensichtlich sich zu opfern und die Flamme zu entfachen für das neue Zeitalter oder so. Und er hat's aber verweigert. Und dann hat halt die Feuerhüterin Alarm geschlagen, weil der Zyklus drohte, sich nicht zu erneuern. Und dann kommen die ganzen Fürsten. Genau, durch diese Alarm. Die sie stattdessen hätten opfern können. Die sollten dafür. Wollten das aber alle nicht. Ja, haben abgelehnt oder haben einfach dann. Und offensichtlich haben sie sich dann zurückgezogen in ihr altes Habitat oder was. Und da haben wir sie aufgesucht und verprügelt. So habe ich es gerade verstanden. Also einfach als Strafe. Ja, einfach, ja, als Strafe oder weil sie. Vielleicht müssten wir sie besiegen, weil sie unsere Herrschaft nicht anerkennen würden, weil wir sind ja der neue Auserwählte. Und wir müssen. Wir stehen irgendwie in Konkurrenz zu denen. Und wir müssen die erstmal beseitigen. Die akzeptieren unsere Herrschaft nicht. Ich weiß es nicht. So habe ich es gerade verstanden. Okay, gut. Blieb von ihnen nur Asche übrig. Die Aszendierung trat nicht ein. Ihr seid einer dieser Unentzündeten. Direkt am Anfang fordert euch Ludex Gundyr heraus. Der Kampf gegen ihn stellt quasi die Bewährungsprobe dar. Bezwingt ihr ihn, bekommt ihr das gewundene Schwert und seid würdig, die Prophezeiung der Entfachung zu erfüllen. Im Feuerbannschrein trefft ihr auf die Feuerhüterin, die euch die Aufgabe gibt, die Aschefürsten zu finden und zum Thronraum zu bringen, damit die erste Flamme erneut entfacht und die Ära der Dunkelheit abgewendet werden kann. Okay, wir bringen die dahin. Die müssen anwesend sein. Die Wächter des Abgrunds sind quasi die Erben von Artorias, der Abgrundschreiter, und seinem großen grauen Wolf Sif. Sie machten es sich zur Lebensaufgabe, Abgründe zu bekämpfen, egal wo sie auftauchten. Dafür benötigten sie Wolfsblut, das sie teilten. Es fungierte als eine Art Bund zwischen den einzelnen Wächtern. Irgendwann wurden sie zu Aschefürsten, was dazu führte, dass sich ihre Heimat in einen verfaulenden Wald verwandelte, in dem auch Geister der Finsternis umherirrten.
Es gibt Theorien, die besagen, dass nach der Wiederauferstehung der Abgrundwächter auch die Wächter selbst vom Abgrund befallen wurden. Sie würden so das gleiche Schicksal mit Artorias teilen, der in der Erweiterung des ersten Teils von Dark Souls vom Abgrund korrumpiert wurde. Das würde auch erklären, warum sie sich selbst bekämpfen, wenn ihr ihnen in Pharaons Feste begegnet. Sie sind dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit mit jedem Mittel dem Abgrund entgegenzuwirken, und sie können auch nicht sterben, weswegen sie bis ans Ende aller Tage selbst in einer gewalttätigen Schleife festhängen. Unangenehm. Priester Aldrich stieß zur Kirche hinzu, als diese sich verzweifelt und erfolglos gegen die Abgründe zur Wehr setzte. Wie genau Aldrich an Macht gelangte, ist nicht bekannt, dafür aber, dass er eine Vorliebe für das Verspeisen von Menschenfleisch hatte. Mit der Zeit nahm Aldrich dadurch abscheuliche Formen an, vielleicht auch deshalb, weil er anfing, Untote zu essen. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass er der Gründer der Kathedrale der Tiefen ist und eine Gefolgschaft um sich herum versammelte, die ihn mit Menschenopfern versorgte. Jedenfalls wurde er irgendwann dazu genötigt, die erste Flamme zu entfachen und so zu einem Aschefürst zu werden. Nach seiner Auferstehung fing Aldrich an, über die erste Flamme zu sinnieren. Er bekam Visionen eines neuen Zeitalters, das Zeitalter der Tiefsee. Diese Visionen inspirierten ihn dazu, Götter zu verschlingen. Zusammen mit Papst Sullivan zog er nach Anor Londo. Dort erwartete ihn ein Geschenk von Sullivan: Gwyndolin, einer der Söhne von Lord Gwyn. Er opferte sich, damit seine Schwester Yoshka, Anführerin der Klinge des Finstermondes, fliehen kann. Wenn ihr auf Götterfresser Aldrich trefft, verdaut er Gwyndolin noch. Ach was! Yorm ist der Nachfahre eines alten Eroberers. Vom Volk, über das seine Vorfahren herrschten, wurde der Riese gebeten, sie anzuführen. Er zeichnet sich durch sein starkes Ehrgefühl aus, doch seine Geschichte ist geprägt von Tragödien. So erfahrt ihr, dass Yorm sein riesiges Schild ablegte, als er die Person verlor, die ihm am meisten am Herzen lag. Außerdem gab er jenen Menschen, die an ihm zweifelten, ein von zwei Sturmherrscher Großschwertern. Eine mächtige Waffe, die in der Lage ist, Riesen zu bezwingen. Das Video erstmal geguckt. Er wurde zum Aschefürst auserwählt, um die rätselhafte entweihte Flamme in der entweihten Hauptstadt zu löschen. Doch anscheinend schlug er fehl, was daran liegen könnte, dass die erneute Anfachung der ersten Flamme als Riese andere Auswirkungen hat. Es regnete Feuer vom Himmel und die Entfachung konsumierte das Leben unzähliger Menschen. Papst Sullivan machte sich unbestimmte Zeit später die Macht dieser lodernden Flamme zu eigen. Als Yorm wieder erwacht, glaubt er, einen riesigen Fehler begangen zu haben, weswegen auch er sich weigert, zum Thron im Feuerbrandschrein zurückzukehren. Aber nicht nur ihr macht euch auf den Weg in die entweihte Hauptstadt. Auch Sigvard von Katharina folgt diesem Plan. Besser. Er gab dem einsamen Yorm einst das Versprechen, ihn mit dem zweiten Sturmherrscher Großschwert zu töten, sollte Yorm seine Dienste nicht erfüllen und sein Volk verraten. Prinz Lothric, wie eingangs erwähnt, weigerte sich, den Zyklus des Feuerzeitalters aufrechtzuerhalten und setzte damit den Grundstein für die Wiederauferstehung der Aschefürsten. Er hat noch einen älteren Bruder, Lorian, der einst einen Dämon im Alleingang tötete und so seine Seele brandmarkte. Doch Lorian sollte nicht der Auserwählte sein, die erste Flamme erneut zu entfachen, weswegen alle Hoffnungen auf Lothric ruhten. Schaut ihr euch seinen Thron im Feuerbandschrein genauer an, erkennt ihr die Gravierung, die besagt, dass er die letzte Hoffnung seiner Blutlinie ist. Doch er kam mit einer Krankheit zur Welt, die seinen Körper unweigerlich schwächten. Aus diesem Grund erschien es so gut wie unmöglich, dass Lothric seine Prophezeiung verwirklicht. Die Königsfamilie stellte entsetzliche Dinge mit Lothric an, damit das Schicksal auf irgendeine Art und Weise noch Wirklichkeit wird. Was diese entsetzlichen Dinge waren, wird nicht genauer beschrieben. Allerdings wird aus der Beschreibung der Fürstenasche klar, dass Lothric verflucht war und sein älterer Bruder sich diesen Fluch annahm, was ihn verkrüppelte. Vielleicht tat er das aus Liebe zu seinem Bruder. Aus dem Text zum Zauberspruch Seelenstrahl wird klar, dass ein Vertrauter der Königsfamilie, der Prinz Lothric unterrichtete, am Prozess der Flammenentfachung zweifelte, weswegen auch Lothric sich letztendlich weigerte, seinen Platz im Zyklus einzunehmen. Stattdessen wollte er zusammen mit seinem Bruder aus der Ferne zusehen, wie die Flamme erlischt. Mit der Zeit besiegt ihr alle Aschefürsten und bringt ihre Seele zum Thronraum des Feuerbandschreins. Im Anschluss erreicht ihr den Ofen der ersten Flamme. Dort trefft ihr auf den letzten Widersacher, die Seele der Asche.
Dabei handelt es sich um die personifizierte Verschmelzung aller Wesen, die in Vergangenheit die erste Flamme entfachten. Von Lord Gwyn bis hin zu allen Spielern, die in den vorherigen Teilen die Ära des Feuers aufrecht hielten. Am Ende habt ihr die Wahl. Entfacht die erste Flamme erneut, damit die Ära des Feuers fortbestehen kann. Ruft die Feuerhüterin und lasst die Flamme erlöschen, damit die Ära der Dunkelheit eintritt. Die Feuerhüterin spricht davon, dass irgendwann eine neue Flamme entstehen wird. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Feuerhüterin zu hintergehen. Es wird angedeutet, dass ihr euch der Kraft der Flamme zu eigen macht. Das vierte Ende schlägt den Bogen zurück zum ersten Teil. Erinnert ihr euch noch an die urzeitliche Schlange Kaaf? Sie bittet euch darum, das Zeitalter der Dunkelheit einzuleiten, da es gleichzeitig auch die Ära der Menschen ist. Er beschreibt Gwyn als Egoist, der das Zeitalter des Feuers nur unnatürlich in die Länge ziehen will. Lord Gwyn trembled at the dark. In Dark Souls 3 erfahrt ihr, dass die Schwestern Yuria, Liliane und Elfriede die Zobelkirche von Londor gründeten. Bei den drei Damen handelt es sich um Mägde der urzeitlichen Schlange Kaaf. Sie richteten ihre Philosophien der Kirche nach Kaaths Ansichten und pilgern nach Lothric, um das Zeitalter der Dunkelheit willkommen zu heißen. Aha. In diesem Ende macht ihr quasi genau das und noch mehr. Ihr konsumiert die erste Flamme und werdet so zu einem mächtigen Herrscher der Hüllen. Genau das, was Nashandra in Dark Souls 2 auch erreichen wollte. Mit den beiden Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City erlebt ihr eine eigenständige Geschichte rund um die Malerin und Gale, den Sklavenritter. Die Malerin schickt Gale ans Ende der Welt, damit er ihr das Blut der dunklen Seele bringen kann. Diese Mission raubt ihm aber gleichermaßen den Verstand als auch seine Menschlichkeit. Der Endkampf gegen Gale ist eigentlich der Kampf zweier unbedeutender Figuren. Ihr als auch Gale zieht in die Welt hinaus, um mächtiger zu werden und eure Aufgabe in der Geschichte der Welt zu erfüllen. Und am Ende der Ringed City Erweiterung kreuzen sich eure Wege. Besiegt ihr Gale, kommt ihr in den Besitz des Blutes der dunklen Seele. Geht ihr damit zur Malerin zurück, vervollständigt sie ihr Werk und bietet an, es nach eurem Namen zu benennen. Mit Dark Souls 3 verfeinerten die Entwickler von From Software das Kampfsystem des Action-Rollenspiels erneut. Die Auseinandersetzungen mit den Gegnern fühlten sich flotter an. Außerdem kamen besondere Waffenfertigkeiten dazu, die Fokuspunkte kosten, wenn ihr sie einsetzt. Darüber hinaus setzt Dark Souls 3 deutlich stärker auf die Verantwortung eines Sequels. Ihr besucht bekannte Areale des ersten Teils und trefft auf alte Weggefährten und Covenants, was gerade langjährige Fans erfreuen sollte. Des Weiteren gibt es spezielle Arenen, in denen sich die Spieler messen konnten. Die Koop- bzw. PvP-Erfahrungen waren ansonsten immer Teil des eigentlichen Abenteuers und sind es in Dark Souls 3 immer noch. Ihr könnt menschliche Helfer beschwören, die euch unter die Arme greifen oder ihr werdet von mit diesen wuselnden Leuten, die da plötzlich da waren. In der Arena geht es klassischer zu. Also das war bei uns meistens, glaube ich, nur NPCs. Eine Arena. Also so NPC-Invader. Aber das kann theoretisch auch ausgebaut. Menschlicher Invader sein. Also du kannst. Hidetaka Miyazaki hat im Rahmen eines Interviews auf der Tokyo Game. Oder wir machen kurz Pause. Du kannst, es gibt so ein Item. Wenn du das auswählst, dann wirst du bei irgendjemandem, der gerade zockt und online ist, du kannst ja offline und online spielen. Das ist relativ subtil. Also, wenn du das Spiel startest, kannst du es theoretisch einfach übersehen, ob du online oder offline bist. Aber wenn du online bist, hast du auch diese ganzen Tipps immer auf dem Boden und so. Und dann wirst du bei irgendjemandem ins Spiel teleportiert, der das gerade zockt. Irgendeiner. Genau. Der gerade in der Ecke ist, wo du invaden willst. Und dann kannst du dem auflauern und ihn einfach umbringen. Okay. Aber bei uns haben wir uns jetzt einfach Bots invaded, weil die dachten, jetzt kriegt er einfach einen. Irgendwelche NPCs, ja. Ja, wir können theoretisch noch aus Gag gleich mal einfach jemanden einfach invaden. Einfach damit du das mal siehst. Aber okay, interessante Geschichte. Ich habe viel gelernt. Ja, aber lass uns doch die Minute noch gucken und dann. 2016 gesagt, dass nach Abschluss der beiden Dark Souls 3 Erweiterungen die Serie ein Ende findet. Eine Rückkehr schließt Miyazaki aber nicht komplett aus. Wenn jemand aus seinem Team sich an einem weiteren Teil versuchen möchte, könnte diese Person das gerne tun. Ob das allerdings in naher Zukunft der Fall sein wird, darf eher bezweifelt werden. Ist das schlimm? Nein. Die Dark Souls-Serie hat einen festen Platz in der Geschichte der Videospiele. Auch in Zukunft werden neue Spieler versuchen, die erste Flamme zu entfachen und sich die Zähne ausbeißen. Wiederkehrende Fans werden in Erinnerung schwelgen.
Wie der sich stetig wiederholende Zyklus aus Feuer und Dunkelheit ist auch Dark Souls für die Ewigkeit. Tja, danke Kuro. Geil, Kuro. Wenn du nicht schon da wärst, würde ich dich spätestens jetzt abwerben wollen. Ich muss mir eine Jacke anziehen, das ist nämlich unmenschlich kalt. Also, ich fasse noch mal ganz kurz. Flamme ist erloschen hier. Es gibt den Zyklus von Feuer und Dunkelheit. Und an sich soll die Flamme immer wieder entfacht werden, wenn sie ausgeht. Die Schlange allerdings sagt, nee, Freunde, lasst das mal. Lasst die Flamme schon ruhig ausgehen. Das ist die Zeitalter der Dunkelheit, was auch Zeitalter der Menschen ist. Natürlich der Bibelbezug ganz deutlich. Erst durch die Schlange wird der Mensch aus dem Paradies geworfen und wird wirklich zum Mensch. Und hier sagt die Schlange auch, lasst das Feuer ausgehen. Die Flamme der Göttlichkeit. Raus aus dem Paradies. Und dann kann man sich anscheinend entscheiden, am Ende des Spiels irgendwie, ob man das tatsächlich macht. Ob man die Bestrebungen der Flammenhüterin, die Flamme zu entfachen, vereitelt und sagt, nee, jetzt ist erstmal dunkel, Licht aus, Kollege, und dann ist man selber der Herrscher über die Dunkelheit. Ja, ganz interessant, ich mag, dass du direkt diesen Bibelbezug siehst. Na, das ist uns ja auch schon während des Spiels aufgefallen, dass es eigentlich immer wieder darum geht. Gut, aber die Schlange hast du ja gerade erst kennengelernt. Das war ja in Dark Souls 1 oder 2. Und da hast du aber sofort den Bezug hergestellt. Sehr interessant, ja, und ja, die Auswahlmöglichkeiten sind dann auch irgendwie, ergeben dann auch mehr Sinn. Also man kann quasi selbst diesen egoistischen Weg gehen und sagen, okay, ich nutze das jetzt und mache mich zu einem Superherrscher, womit man ja eigentlich in der Geschichte von allen Auserwählten das größte Arschloch ist, weil alle anderen haben sich selbst geopfert für alle anderen, für die, um die Flamme zu erhalten. Und quasi haben sich selbst zu einem Scheit gemacht, welches sich in die Glut warf, um es zum Hochlodern zu bringen. Und wir nutzen das als Erster aus, um quasi uns selbst zu intronisieren. Ich glaube, was die Dark Souls-Story so kompliziert und unnachvollziehbar macht, ist, dass wenn man das Spiel spielt, dann ist alles schlecht. Hm. Alles ist furchtbar. Ja. Jeder Ort ist schrecklich. Jeder Ort ist Folter, Terror, Leid, Tod. Und man denkt sich, wer sind denn überhaupt die Guten in diesem Spiel? Ja. Also, man selber bringt ständig Leute um, die teilweise um Vergebung flehen und irgendwie dann auf dem Boden rumrobben und man sticht die ab. Man denkt sich, ich bin nicht der Gute, niemand ist der Gute. So, wenn ich Zelda spiele, dann gibt's erstmal Blumenwiese und ich sag, das ist gut. Mhm. Und dann kommt aber Vulkan, Ganondorf und ah, das ist Feuer. Ah, der ist gegen das, was gut war. Und du sagst, es ist alles furchtbar. Ja. Deswegen man schwer ist, so ein Gefühl zu entwickeln für ah, das sind die Guten, wir kämpfen gegen die Bösen. Und es wirken einfach alle böse irgendwie. Es wird vor allen Dingen auch alles verrottet und zerfallen. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, also die, wenn ich die Flamme neu entfache, dann ist es, um bei dem Bild zu bleiben, so, als wenn ich in ein ausgehendes Feuer neue Holzstücke reinschmeiße, damit das wieder hochlodert. Und wenn das abgebrannt ist, muss wieder quasi durch dieses Opfer neues Holz reingeschmissen werden. Dann muss ja eigentlich die Erneuerung auch irgendetwas bringen, nämlich dass es Leben ins Land lässt. Irgendeine Form von Stabilität. Irgendwas muss es ja bringen. Aber du siehst nichts davon. Genau das, was du sagst. Alles ist zerfallen. Alles ist verdorben. Also jeder einzelne Charakter, den du dort siehst, ist ja korrumpiert. Ein Zombie, irgendwas. Ja. Aber du siehst halt keine normalen Menschen. Du siehst nicht, was schütze ich eigentlich? Also wenn ich jetzt das Feuer erneuere, was schütze ich damit? Das habe ich halt immer noch nicht gecheckt. Wo ist die Welt? Ja, irgendeine Art von Stabilität irgendwie. Wahrscheinlich ist dieses Dunkel noch schlimmer. Aber ich weiß auch nicht, wie das aussehen soll. Aber es ist halt dann, es ist vielleicht so, die Welt steht in Flammen und wir befeuern das Feuer nur, damit es nicht ausgeht, damit wir überhaupt noch was haben. Ja, vielleicht. Aber es brennt trotzdem, ist alles furchtbar. Er sagt ja, also erstmal frage ich mich halt, ob das quasi einfach nur ein Teil einer Welt ist, in der sozusagen der Maschinenraum wie in einem Schiff, so, da ist der Maschinenraum und da muss ständig wieder irgendwie nachgeschmissen werden und alles, was wir spielen, ist in diesem Maschinenraum. Aber darüber hinaus gibt es noch ein Schiff, aber das sehen wir nicht. Und das ist das, was wir retten und am Laufen halten. Und er sagt ja auch, was finde ich auch interessant, wenn man das Feuer ausgehen lässt, und jetzt sind wir wieder bei deinem Bibelbezug, dann gibt es zwar erstmal eine Schwärze, also ein Ende, aber aus dem Ende heraus entflammt sich etwas Neues. Und eigentlich ist dieser Prozess das, was natürlich ist, aber wie jemand, der nicht sterben will und die natürliche Ordnung sozusagen verrät, gibt es ja auch so Stories von irgendwelchen Alchemisten, die das ewige Leben suchen, aber sich dabei korrumpieren, weil sie sich quasi ausdünnen oder etwas Widernatürliches machen, wie Vampire zum Beispiel. Und dass quasi diese Flamme widernatürlich immer wieder entzündet wird. Eigentlich ist ihr natürlicher
Ablauf der, dass sie erlischt, um Platz zu machen für etwas Neues. Und man verwehrt diesem Neuen die Geburt, indem man sich so krampfhaft durch diese Opfer, durch diese immer wiederkehrenden Opfer, quasi an dieser einen Flamme festhält. Interessant. Ja, was es auch so verwirrend macht für mich, ist, dass so dieser Unterschied zwischen Tod und Leben so hart verwischt ist. Weil man hat ständig das Gefühl, alle sind tot eigentlich. Ich bin auch schon tot irgendwie. Also wenn man uns, also ist nichts gegen Labo Paustin, aber das, der wirkte schon eher ein bisschen einfach tot. Ja. Und dann, wenn man was geschafft hat, dann glüht man kurz. Also lebt überhaupt noch irgendjemand? Sind wir in einer Art Nachwelt? Also ist das eigentliche Leben eh schon vorbei? Und jetzt sind wir nur noch, versuchen wir unsere eigene Hölle am Brennen zu lassen oder so. Das ist auch irgendwie so schwierig, dass so dieses Tod und Leben und Seelen und so ein bisschen schwierig ist. Es ist sehr anders als das, was man so kennt von sich selber, dass man sagt, ah, jetzt sind die, leben die, dann sind die tot. Und da sind irgendwie alle tot immer. Ja, genau. Also die Hälfte der Leute sind Zombies oder Dämonen oder irgendwie sowas in der Richtung. Gibt ja keine normalen. Das ist schwierig. Ja, ja, zum Beispiel dieser Zwiebelritter, oder? Ja, stimmt. Ist der aber, nicht auch einfach ein ganz normaler Mensch? Das ist die oder Frage. Oder ist der auch schon wieder wandelnde Leiche oder so? Das ist die Frage. Also wer sind denn wirklich jetzt mal die normalen Bewohner dieser Welt? Ja, genau. Mal ab, unabhängig von jetzt Untoten, erweckten Geistern, Dämonen, sondern einfach mal die Leute, die auch mal, also die müssen ja auch essen. Ja. Also die was anbauen, die Bier anrühren oder so oder mal Butter rühren. Irgendjemand muss doch rühren in dieser Welt. Ja. Ja, genau. Irgendwas, irgendein normales, irgendein Oberdeck, irgendwelche Passagierkabinen, irgendein Restaurant muss es auf diesem Schiff geben. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, dass viele Dark Souls-Fans genau das feiern, weil es eben so not in your face ist, sondern man muss sich das selbst irgendwie ergründen und vieles ist so extra weggenommen. Finde ich aber auch cool, wie er meinte auch so, dass man bei den Zaubern da findet dann Schlüsselstellen, die einem das erschließen irgendwie, wenn man die Fähigkeiten sich durchliest und so. Aber wenn man es nicht macht, dann kriegt man gar nichts mit. Dann rollt man halt nur. Dann rollt man nur, genau. Ja, das ist ja wirklich so. Wenn man dann so beschäftigt mit dem Gameplay ist und so weiter, dann geht einem das abhanden. Man muss sich da, glaube ich, viel Zeit nehmen und man muss auch viel Gedankenkraft aufwenden, um zu versuchen, es zu verstehen. Und dadurch, dass es so wenig explizit ist, hast du ja auch extrem viel Interpretationsspielraum. Das heißt, klar, du kannst es lesen, aber trotzdem musst du dann echt so wirklich wie so ein Wissenschaftler, der in irgendwelchen Geschichtspergamenten rumwühlt und versucht, sich die Vergangenheit zu erklären, so muss man da echt viel neben dem eigentlichen Spiel aufwenden, um die Welt zu verstehen. Ist natürlich auch schwer, wenn man mit Teil 3 einsteigt, ne? Man kennt das ja, du kennst es ja selber von deinen Büchern. Teil 1 hast du eine geile Idee, du schreibst ein Buch, Riesenerfolg, und dann sagt der Verleger plötzlich, ja, jetzt Teil 2. Und du, ups, wie Teil 2, ich hatte halt eine Idee mal so. Und dann sagst du, ja, okay, das halt ist quasi das Gleiche nochmal, das wird halt wieder entfacht so. Das ist in Zyklen, alles reimt sich so. Und dann bei Teil 3 bist du dann, nee, jetzt dann doch alles schwarz. Also ich kann verstehen, dass man da irgendwann auch den Faden verliert und nichts gegen deine Bücher jetzt. Danke, den aktuell erscheinenden Teil 6. Also Teil 2 hat sich gut verkauft. Teil 2 hat sich auch noch gut verkauft. Ja. Ja, du bist jetzt bei Teil 6. Hier und da, manche Handlungsstränge fand ich ein bisschen verwirrend. Welchen denn? Naja, also, dass die mit der Zeitmaschine jetzt dann wieder in die Vergangenheit reisen müssen, um den zu töten, der die Zeitmaschine erfunden hat, was ja dann dazu führen würde, dass die eigentlich gar nicht dann in der Zeitlinie hätten zurückfliegen können, weil es keine Zeitmaschine gegeben hätte, wodurch der ja wiederum dann nicht gestorben wäre. Und naja, das ist das Paradox. Halt, aber das, was du nicht weißt, ist, ich habe es gelöst, das Rätsel. Und zwar entsteht immer eine weitere Paralleldimension. Wenn du in der Zeit zurückreist, wird eine alternative Dimension, also wird quasi copy-pasted, Steuerung C, Steuerung V. Mhm. So, und dann, wenn du dann denjenigen in diesem Zeitstrang ermordest, ist das eine eigene Welt. Okay. Steuerung C, Steuerung V nennt man das. Warum rollst du weg? Hm? Nee. Es gibt wahnsinnig viel zum Thema Dark Souls. Wir haben schon geguckt, es gibt vor allem viele Videos, die so Teilaspekte von Dark Souls beleuchten. Ich glaube, weil es wahrscheinlich jeder Boss hat eine eigene Story. Und natürlich gibt es einen Boss, der uns natürlich in Erinnerung bleibt. Der Boss, der die Todeslisten anführt. An dem Boss sind wir am häufigsten gestorben, Gudolf Friede. Ja. Und wir haben uns schon währenddessen die ganze Zeit gefragt, Ariandel, dann heißt anstatt da immer Vater Ariandel. Wusste nicht, ist es ihr Vater? Ist das so ein klerikaler Rang? Vater wie ein Pfarrer? Was ist los? Warum haut die so zu? Was ist das für eine Sense? Warum hat die drei Phasen? Was will sie? Und deswegen haben wir ein Video gefunden zu Ariandel. Wahrscheinlich von einem der größten Dark Souls-Lore-Erklär
Kanälen auf YouTube. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie der heißt. Ja, der heißt lustigerweise auch sowas wie Vater, nämlich Fatih Vidya, genau. Heißt er. Und der macht, ihr seht, 2,41 Millionen Abonnenten, der macht zu allen Souls-Spielen so Erklärvideos und oftmals eben auch zu einzelnen Bossen oder DLCs. Wir haben jetzt bei ihm jetzt nicht diese eine, das, was wir gerade von Kuru gesehen haben, haben wir jetzt nicht gefunden, aber Kuru hat das ja auch super gemacht. Deswegen wollen wir uns jetzt nochmal von Fatih, das ist jetzt auf Englisch übrigens, nochmal anschauen, was es mit dieser Story of Ariandel auf sich hat. Wurde sehr oft vorgeschlagen, vielen Dank für den Hinweis, auch im Forum. Schaut euch da gerne weitere Videos an, da gibt's wahnsinnig viel, also zu vielen verschiedenen Bossen, zu vielen Geschichten und viel Emotionales. So machen wir das. Feuern wir ab, ne? Los geht's! The painting of Ariandel. So, stopp! Also ganz kurz, Ariandel war jetzt diese Malerin, ne? Mhm. Naja, oder ne, es war, ich weiß nicht, ob das von ihr oder dass quasi sie gemalt wurde. The painting of Ariandel. Würdest jetzt nicht haben wir wieder dieses Genitivproblem. Ja. From Ariandel, the painting from Ariandel, the painting of Ariandel. Okay. Ja. Hm. Rotted scrap of it, that is. Ja, und das ist ein Schnipsel von, also was er in der Hand hat, das ist ein Teil der Leinwand. Genau. Ne? Was er gerade da in der Hand hat. Wir sind dann aber in die Leinwand rein irgendwann, ne? Genau, also das ist, glaube ich, die Szene in der Kathedrale, wo da waren zwei Türen in dieser Kathedrale als Shortcut. Hm. Das war da auch, wo dann dieser Riese in dem Wasser war, wo dann auch dieses die Madenfrau war und so. Ja. Und da war doch auch in dieser Welt diese Kathedrale. Und da gab es links und rechts diese Shortcut-Türen, die wir uns nach und nach erschlossen haben. Und in dieser Kathedrale meine ich, wo dieser Brunnen auch davor war und so. Und ich meine, da hat er uns reingelockt. Der hat uns da reingelockt, richtig. Take it. Touch it. This is Gale. Once he was a hollow slave, an undead warrior used as fodder in the bleakest of battles. Now he searches for a second ashen one to enter the painting, for the tales tell of two ashes who'll burn Ariandel away. And then the ashes were two. His story will have its time in the light, but not right now. Subscribe and look for these videos, so we can give each character God, the attention was, to drei detail weitere Videos, zwei weitere Videos. But by the end of this video, you'll have a good understanding of the entire painted world and our place within it. Rejoice, my new friend. Oh Gott, die Wikinger, die waren auch so nervig, ey. Forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Ariandel, like the painted world of Ariamis, has always been a place for forlorn souls. Almost all of the beings here have a story that belongs in the outside world, something that they're keen to forget, and a story sad enough that it would cause them to get sucked into the painting. For example, these warriors are the followers of Farron, and they should look familiar. Their pointed steel helms mark them as a set of warriors from the undead legion of Farron. Farron and its watchers fell to ruin, of course, but the followers survived, forlorn. With a home fallen to ruin and compatriots dead or corrupted by the abyss, it's easy to understand how they were pulled into the painting. Total easy to understand. Also pulled into the painting were the Millwood Knights, an order said to fight hand in hand with the earth itself. These are the fights that will drain you to your last remaining Estus, till you're climbing that tower to take out the bowmen, making your life hell. Here, in this tower, you'll find the captain's ashes, and these sort of allow you to piece together the missing chunk of the Millwood Knights' story. Long ago, when the Millwood Knights lost the forest they called home, they began a journey so long that even thoughts of their sworn enemy washed away, replaced by a vision of a cold and brittle wood. We'll talk about their sworn enemy, the loss of their forest, and how that led to their journey to the painting. One of the more tragic stories. Finally, you make it to the bridge and to the chapel. Oh yeah, die Brücke. Well, you look to be unkindled, no bell tolls, and yet you've slipped into the painting. Oh, no matter.
If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Ah, yeah, Frieda. Now go on inside, show respect and listen carefully. This is Sir Wilhelm, a knight completely loyal to the lady inside. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the Forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee, the bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes, there is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure, but perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold. Ist gerade in dem Gemälde, oder? Mm-hmm. Und da sind auch wieder Gemälde drin. In dem Gemälde selber malt auch wieder jemand was. Ja, oben in dem Dachboden sitzt ja irgendwie die andere Holdemaid und malt. Im Bild malt jemand ein Bild. Ja. Bild. Irgendeine Bibelreferenz? Nein, noch nicht. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. This ring is given to you because this ring was never meant to grace Frieda's hand. The painting, and its frost as well, it became Ja, weg damit. Lady Frieda has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. Ah, diese. The snow are the crawling, crow-like Corvians. And these Corvians are markedly different from the Corvians we've seen before. These ones are pitiful. They're dragging their defilement along with them, and they're barely even a threat. I think that this easy gameplay sequence is meant to reinforce that. Further along, we meet the creature that likely crippled them. This is a Corvian too, but it's a Corvian knight. Does it look familiar? It has the same body structure and this same peck move as the Crows of Velka did in Dark Souls 1, and it's vicious. When we find the Corvian Knight weapons upon the rooftops, they reveal that the Corvian Knights became infatuated with Sister Frieda, the woman we met in the Ariandel Chapel just now. Like her, these creatures embraced the rot and swore to protect the painting from fire. This decision was what led them to execute their own brethren. And their brethren clearly had other ideas about fire and rot. Oh, well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true, and burn this world away. Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that witch fooled the good father and buried the flame after we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. My lady must see flame, and you have only to show her. Oh, please, it must be you. I am so terribly frightened of timidly rotting away like those fools on the outside. This dialogue reveals a lot, and the story really starts to take shape here. This is a tale of fire versus rot,
and the Corvian at the start with the feathers, he told us to embrace the rot and accept it. But Gale told us that this world needs a proper flame that will burn the rot away. This creature tells us that once, they all made up their minds to burn the world away, rot and all. Unfortunately, Frida came along and convinced the father otherwise. The Corvian knights, infatuated with Frida, betrayed their brethren and enforced her rules. Frida asked us to leave this place, and Wilhelm threatened us to. They fear the second ash, because according to the tales, it is the second ash that heralds the flame. So, it's our job to find the rest of the secrets in the painting, and they're very close by. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the agony that you'll bring upon yourself. From his items, we learn who Wilhelm, the Knight of Londor, really is. So he served the three sisters who founded the Sable Church. And before this video, we only knew about two of these sisters. We talked a lot about them in the Hollows of Londor video, go and check that out. So there was Lillian, the youngest, who first spoke about a lot of their miracles. There was Yuria, the second eldest, who guides us to become a Lord of Hollows in the base game. And now we know the identity of the third sister, the eldest, Elfriede. Wilhelm, his armor reads, was particularly loyal to the eldest. Forgive me. My lady, I swore an oath that I have failed you, Lady Elfriede. The contraption key leads to the attic of the archive. Und was sich hinter dieser Tür in diesem Archiv befindet, erfahrt ihr nach einem einzigen Spot. Wir können die Welt retten. Und dann würde ich sagen, trennen wir die Gruppe einmal. Oh mein Gott. Wie viele Lebenspunkte hast du? 27. Nein! Mann! Ja. Und jetzt erzählst du irgendwas von Stimmen in deinem Kopf. Wie soll das denn nicht verrückt klingen? Lass meine Freundin in Ruhe. Herzlich willkommen zurück. Wir sind gerade dabei, unseren größten Erzfeind zu verstehen, Lady Elfriede, die dritte der Schwestern. Mhm. Und wir sind gerade bei dem fantastischen Lore-Erklärungsvideo The Story of Ariandel. Weiter geht's. Long ago, Sir Wilhelm led a white-haired woman up here and kept this key as if it were his life. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Mhm. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. I wondered what she's doing here, and it's almost like she's scraping a dent in the table out of some compulsion to paint, maybe? We'll hear more from the white-haired girl later. Did you notice this? Entrenched in the snow is a bell that looks really similar to the one in Firelink, albeit with slightly different engravings. Our Firelink bell in Dark Souls 3 is what unearths the unkindled from their graves so that they can link the fire. Mm-hmm. And think about this. In a way, this world craves fire too, just like the world outside, and this world has a bell as well. Können wir mal ganz kurz eine Verständnisfrage. Also in dieser Welt, es gibt ja dieses verschiedene Elemente. Eins davon ist ja dieses Rod, gibt es ja auch irgendwie, glaube ich, dann einen Angriff, ne? Kann man ja auch auf ein Schwert sozusagen so ein Element drauf haben.
Und in dieser Welt gibt es jetzt also diese Kraft des Rots, das ist verrotten. Und die herrscht dort vor. Und der Gale, das ist der Typ, der uns da reingelockt hat mit diesem Schnipsel, der möchte, dass quasi dass die Rod weggebrannt wird durch die zweite, genau. Also durch es die Flamme. Zwei Aschen. Er ist wahrscheinlich die eine und er sucht jetzt den anderen uns. Mhm. Und die da in dem Bild haben aber alle Angst vor uns, weil die wollen nicht brennen. Manche wollen brennen, manche wollen nicht brennen. Und am Ende schaffen wir es wahrscheinlich. Ja, und wie, also diese Welt, wer hat die erschaffen? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ja, wer hat das ich verstehe es auch noch nicht. Also dieses Leute, die ständig malen, ist ja ein Thema. Irgendwie auch da, jetzt haben wir gerade diese Frau gesehen auf dem Tisch, die auch malen will. Es ist merkwürdig, dass die Leute in einem Bild auch malen wollen. Wer hat das gemalt? Hat das jemand erschaffen so? Oder ist das vielleicht irgendwie selber, hat sich das selber dann entwickelt? Genau. Oder so? Das ist jetzt ich frage mich gerade, ob die Welt vielleicht erschaffen wurde, um sich aus diesem Kreis des Kreislaufs zu entziehen. Mhm. Ja, dass die quasi gesagt haben, so ey, dieses ewige, diese Herrschaft des Feuers, dieses ewige Rekindeln und so weiter, indem wir uns eine eigene Welt malen, ein Refugium, dass wir uns zurückziehen können, machen wir uns davon frei. Aber ja, in dieser Welt hat dann irgendwie Rod die Überhand genommen und in dem Moment, die Leute, die halt nicht wollen, dass die Flamme das reinigt, die haben halt Angst davor, wenn die Flamme dort eben auch anfängt zu brennen, dann sind sie wieder Teil dieses Kreislaufs, aus dem sie sich entziehen wollten. Aber das habe ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt. Weil es hieß ja, dass Seelen in dieses Bild gesaugt werden, unter gewissen Umständen. Also diese ganzen Wikingerkrieger waren auch Seelen, die aus irgendeinem Grund da reingegangen sind. Also das ist immer so dieses Ding, so wann ist man Seele, wann ist man Körper? Weil die haben ja einen Körper, diese Wikinger in der Welt. Und da in dieser Welt, da stehen ja auch Töpfe rum und so. Ja. Dieser Vogel, verrottende Vogelmann, der stand ja in der Küche. Also die müssen ja kochen und essen und das leben anscheinend, sind aber dann doch nur Seelen oder was? Also diese Wikinger wurden ja anscheinend da irgendwie reingesaugt, weil die irgendwie, keine Ahnung, verloren haben. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber das scheint schon auch irgendeine Art Nachwelt oder so eine Art Globule zu sein, wo die dann alle reingehen Globule. Und dann da so weiterleben. So eine Kleinwelt. Mhm. So. Aber ich weiß es auch nicht genau. Eine Globule ist eine Kleinwelt? Eine Kleinwelt, ja. Wusste ich noch nicht. Bei dir lernt man was. Ja. Eine Globule. Tales tell of a second ash that will come and bring fire to the painting. Considering Wilhelm and Frieda don't want fire, it's logical that they wouldn't want no bell ringing either. And this explains why Wilhelm is surprised you made it here, even though there is no bell. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Curious, right? So I think that's why the bell is entrenched. And past Wilhelm, below Elfriede, in the heart of the mountain, is this huge concentration of rot afflicting the world. Hidden amongst the flies is the only way to unlock the vault behind Frieda. A lever that looks and functions identically to the one in the painted world of Dark Souls 1 rotates a statue of a woman holding a young child, and it opens the way. As ashes will be. Ever seeking fire. I see flame. Flame flickering once again. Okay. Not enough bloody yet, Shade. My flail. Bring me my flail. Ah, Frieda. What stops thine ears? Please, my flail, right away. Oh, bring Frieda to me, please. Cast thou not see the flame. Flickering once again. Soon blood surge. I can see it. Feel it. Fret not, Father. We have no need of thy flail. Is only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes.
will snuff out these ashes for good. This is a damn good boss fight, and for most of us I think it's going to help justify how short the DLC was. This first phase is tough, mainly because of this trick. All of a sudden, you're straining your ears for footsteps, knowing that this woman is running towards you and not 100% sure where it's going to come from. But once you get over your fear of this move, it actually becomes her weakness. You get the timing down, you figure out where she tends to move to in her invisibility, and then the match swings in your favor. Frida was the first ash to enter the painting, but together with the good father, they chose rot over fire. When she disappears, most of us said, holy shit, just like Priscilla, right? Mm-hmm. She certainly is taking after her. I've mentioned that Elfriede was a sister of the Sable Church, but what I haven't really mentioned is that she renounced her former life and discovered a people she wished to protect in the painting, assuming the precise form that they yearned for. 12 Fläschchen hatte er hier. She became this polite, scythe-wielding lady. Plus 10 hatten wir, glaube ich, auch nicht. But Elfriede isn't a half-dragon crossbreed like Priscilla was. She's unkindled ash. And at plus er hat hier unten noch die Mana-Flasche. Ah, Mana-Flasche. Das heißt, er hat auf jeden Fall mindestens mal 13. Eventuell hat er auch 12 und dann 3 oder so aufgeteilt. Kann man sich hier aufteilen. She's supposed und eine ganz schnelle to Waffe seek hat er. Flame, but instead, her and the father chose rot over fire. In order to suppress the flame, the father shreds his own skin. That's why he asks for his flail at the start of the fight. It's his blood that appeases the flame, for, I quote, the painting was painted with blood, and only blood can protect the secret. And regardless of whether Elfriede manipulated the father into doing this, he's completely dependent upon her now, and you take her away from him. Aber wird sie jetzt, also sie wird jetzt durch diese Flamme wiederbelebt. Mhm. Ganz kurz, dieser Ariandel ist der König dieser Welt und der hat anscheinend die Macht, alles anzuzünden. Aber er sagt, er macht es noch nicht. Und auch Friede sagt ihm immer, nee, mach das mal nicht. Und jetzt aber, da Friede gestorben ist, ist er so wütend, dass er es entweder aus Versehen nebenbei macht oder sagt, jetzt ist eh alles egal, jetzt brennt alles nieder. Und dadurch wird sie wieder zum Leben erweckt? Ja, vielleicht. Also, wir wissen es nicht, ne? Wir labern nur. Aber, also, wenn sie die erste Asche ist, und wir sind die zweite Asche, und jetzt, sie ist gestorben, und jetzt entfesselt er die Flamme, um quasi sie wieder zum Leben zu erwecken, weil sie irgendwie als Asche durch das Feuer wiederbelebt wird, oder was? Und das ist aber der Preis, den er bezahlen muss, ist, dass er sozusagen jetzt das Feuer entfacht. Aus seinem Topf. Ja. Achso, du meinst, er macht das Feuer, um sie zu retten. Ja. Und nebenbei brennt alles nieder. Okay, ja, kann auch sein. Sie hat jetzt aber noch so einen Schattenangriff dann, ne? Ja. Also sie ist auch immer so Flamme und Schatten gleichzeitig. Ja.
ich habe wirklich Memory Lane gerade. Was machst du? Father, not Lloyd, disturbs the flame, and the flame brings Elfriede back. Which isn't too strange, considering the fire brings us back to life as well, as an unkindled. And so, the two ashes fighting causes the fire to flare. The white-haired woman is going to see flame. By enraging Ariandel, we're getting what we want, in a way. I need a break, though. At this point, phase two is tough. Upstairs now, in the chapel, she's moved. The white-haired woman has returned to her canvas, and she wishes to paint a new world to replace this one. Thou art Ash. Also, sie ist die Erbauerin. Thou hast a pact made with Uncle Gale, so I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark and very gentle place. But first, I must see flame. One day, it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. From this, we learn that new paintings can arise when the old ones fall to rot. There was rot in the old painting of Ariamis, also, don't forget. There was the poison-spewing dragon, there was the undead phalanx, there was the bloated monstrosities. In an unchanging canvas, which is home to the terrible and the unwanted and the rotten, maybe it makes a lot of sense for rot to inevitably take over the painting. So the painting of Ariamis undoubtedly fell, but Father Ariandel is said to have restored the painting. This is his world he created, and Fride came and convinced him not to ever let go of his painting, and so the rot took over, but they embraced it. Ariandel hat das Bild gemacht. Er hat es gemacht, ja. Those who aren't kin to fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry. I haven't forgotten, Mother. So, with the white-haired girl in mind, we kill Ariandel and Sister Frieda once more. This little event here is worthy of an entire video, pretty much, and you'll get one. But for now, what is black flame? Well, it's indicative of the abyss that lies within man, described as the impenetrable fires of humanity. We'll leave it at that for now. So for those of you who did this spoiler-free, how incredible is this moment? A three-phase boss fight where you empty a full health bar each time. It's unheard of and completely demoralizing, especially when you discover how tough phase three is. It's like fighting Lady Maria of Bloodborne, but with the slower character pacing of the Dark Souls series. The best way I found to beat her my first time was to try and keep Gale alive in round two so that we could stunlock her together in round three. And when Gale's AI decided to behave, I got her low enough that I could take her out with my relatively underpowered character. And that is the end. Ja, wir haben es halt ohne Hilfe gemacht, ne? Das ist halt auf Auserlegung. Ohne Hilfe gemacht, ja. With a snake for a lower body. This DLC has a lot of curiosities, and I hope you make this channel the place to explore them. But there's no curiosity more curious than this piece of dialogue we receive at the end. Thank you for watching. My thanks, Ashen One. I can almost see the flame. Soon, Uncle Gale will bring me the pigment. I wonder if he has found it. The dark soul of man.
Wow. Okay, das ist die Geschichte von Friede. Oder Elfriede. Elfriede, aber... Wie ich auch nicht wusste, dass sie eigentlich voll heißt. Wir kannten uns so gut in- und auswendig, dass wir sie Friede genannt haben. Ja, halt echt. Aber da stand auch immer nur Friede. Und er sagt halt, es gibt ein komplettes Video. Nur zu dem Moment. Nur zu, diesem, der, zu der dritten Phase. Flamme und Schattenflamme, Shadow Flame, Dark Flame. Ist das hier Story? Das ist schon krass. Also wir können das nicht genug empfehlen. Schaut euch auf jeden Fall da die Videos an, falls ihr nicht genug kriegen wollt. Ich glaube, man muss da wirklich Stunden investieren, bevor man überhaupt anfängt, da zu verstehen, was überhaupt diese Dimensionen sind. Eine Sache ist mir noch eingefallen, die ich vielleicht noch klären würde. Wir hatten noch diesen Wachskopf-Moment, ne? Wo wir den Kopf in Wachs getunkt haben. Was war das? Was war das? Kannst du das mal googeln? Dark Souls Wachskopf? Was das war? Ich weiß noch, wir haben irgendwo diese großen Wachsbecken gefunden. Da haben wir den Kopf reingesteckt und dann hatten wir einen Wachskopf. Und dann war aber die Frage, was ist das? Also wir haben ja einige Reddit-Posts. Okay, also. Hier ist ein 35-sekündiges Video. Dip your head in wax, you must. Ja, aber ich glaube, 35 Sekunden. Da was erklärt wird, meinst du? Es wird einfach nur gezeigt, dass er es macht, aber er sagt nicht warum. Aber wie geht's weiter? Doch, vielleicht geht's jetzt weiter. 35 Sekunden? Nein, das ist einfach, guck mal, die sind nur zu viert unterwegs. Die machen mal Hard Multiplayer. Ist das einfach nur ein Gag oder was? Oder mit dem Wachs oder. Du willst die Erklärung, ne? Ich will die Erklärung. Aber wir machen mal was anderes an. Weil wir waren da immer ratlos. Ja, das ist einfach nur. Hey, Game On, Metal One. Game On? Sie hat uns den Namen Game On geklaut? Ja, dann geh nochmal auf so einen Reddit-Post. Oder what exactly does dripping your head in wax do? The waxed head will make you immune to the damage and curse those ghost hands inflict. Mhm, das war ach das. So. Aber es gibt da keine. Ich dachte, man kann da noch die Kerze anmachen beim Kopf. Nee, okay, das hat das von diesen Typen in diesen Regalen, die nach einem gegrabt haben. Ja, diese Spukhände wie aus Harry Potter 1. Ach, okay. Meine Güte, ey. Und natürlich. Aber, diese ganzen Gesten, ne? Also war das jetzt die ganze Zeit immer ein Gag von dir mit Geste hier, Geste da? Oder bringt es wirklich was? Naja, es gab ja so ein paar Situationen, wo du mit dieser Geste was freigeschaltet hast. Also zum Beispiel diese, wir sind ja in diese, war das DLC, wo wir dann da so abgeholt wurden, was wir am Ende gemacht haben? Kannst du da auch mal, gibt's da ein Video Dark Souls 3 Gesture? Einfach so die Momente, wo was gegangen wäre oder so? Gibt's sowas? Also, Gesture Location. War eine Stunde? Was? Ja, wir gucken nur mal kurz rein, was es da alles gibt. Achtung, Riesenspoiler natürlich. Ach, das ist erstmal. Ja. 26 gibt es? Rest at any bonfire. Geste rasten bei einem Bonfire? Ach so, nee, wo die alle sind. Kriegt. Ach so, okay. Ja, okay, das machen wir mal weg. Das ist es nicht. Guest Locations. Also das ist, glaube ich, das. Ja, okay. Secret Locations accessible with gestures. Was? You can get items from doing the same gesture in front of areas. Oh, krass, Cosplay. Da ist sie wieder Friede. Gott, stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und dann taucht sie auf. Aber anscheinend gibt es tatsächlich einige Geheimnisse darum. Aber mit der Drachengeste haben wir eigentlich dann diese größte gefunden, glaube ich. Kommt hier eine Geste? Nee. Nee, das ist einfach das ist nur... Ja, cool. Natürlich, ein wichtiger Begleiter von unserem Let's Play war natürlich auch immer, und da möchten wir nochmal einen riesen Danke aussprechen, die gute Punk-Dame, die immer fantastische Best-Offs geschnitten hat. Und ich habe gestern eins gesehen, das hat mich sehr zum Lachen gebracht, das möchte ich auch noch zeigen. Schaut auf jeden Fall da vorbei bei Punk-Dame auf YouTube. Und hier haben wir einen schönen 1,5-minütigen Zusammenschnitt. War da eigentlich eben... Von einem guten Freund, den wir gemacht haben im Laufe dieses Let's Play. Und zwar der kleine Glitzerkäfer, den wir immer wieder gefunden haben.
von dem wir bis heute nicht wissen, wie er heißt. Glitzy. Und hier kann man sehen, uns alle unsere Treffen mit dem Glitzerfreund. Eigentlich eben noch irgend so ein Blitzviech oder irgendwas, also so ein Käfer. Oh, ein Grisselmann. Ah, Funkeltitani, das ist das von den kleinen Krebskäfern. Oh, ein Glitzy durch. Das ist ein Dingswurm. Lindstein-Salamander. Guck mal, das ist ein Glitzerhund. Guck mal, ein Kristalli. Aber hinten ist ein Frettchen. Das ist so eine Klingelechse. Das ist ein Kristalli. Ah, hier, ja, ein Lurch. Lurchimann. Und da ist auch noch ein Klumpi. Hier, ein Engelswurm. Oh, da ist so ein Glitzerfreund. Ein Engelswurm. So ein Blitzi, der ist nicht mehr da. Du freust dich immer so sehr über diese Diamantechsen, aber dann können wir das nie benutzen. Voll der Geräte. Funkelschmunkel. Da hinten ist die Tür. Da ist ein Glühwein. Aber die Krebse, die sind eher, also ich sehe die eher als feindlich. Guck mal, da ist auch nochmal ein Glühmeister. Ja. Kann man hier einfach die Glühmeister farmen oder was? Ja, aber davon kriegen wir ja von diesen Glitzermäusen. Okay. Die ist ein Kringelwesen. Kringelwesen? Glitzerbritzler, jetzt komm. So ein Quietschkerl, Alter, die hauen immer die Hände ab. Ja, die Quietschboys. Hast du den Glitzerflitzern? Warum haben wir den eigentlich noch nie genommen? Warum mache ich das? Den Glitzerflitzer, hast du gerade gesagt, den Glitzerflitzer? Da saßen wir in T-Shirts hier, ne? Ja. Ziehen lässt. Jetzt hol ihn dir. Den Glitzerfritz, warum lässt du den weil der ziehen? Dumme Glitzerfritz hat wieder nur irgendwas, was wir schon tausendmal haben. Ein Glitzerkumpel. Oh, Glitzfreund. Nein! Ah, der ist gemein. So. Aber er lässt sich nicht vom Glitzerflitzer da beeindrucken. Der Schuppenstreuch, du hast ihn. Schuppenstreuch? Yes. Eine Frechheit mit dem Glitzerkumpel, ne? Ja. Dass der uns da einfach angedockt hat, der ist Teil des ganzen perfiden Plans. Ja, vielen Dank. Muss ich auch tatsächlich sagen, eines der verwirrendsten Elemente bei Dark Souls waren die Items. Mhm. Also was man da alles findet, Münzen und Abfall und Stöcke und alles. Alles. Hat wahrscheinlich alles irgendeinen Sinn, aber ich habe es nie verstanden. Ja, wie so vieles, weil absolut. Diese Welt so geheimnisvoll ist und man sich wirklich eigentlich jede Itembeschreibung durchlesen muss und man muss sich diese Welt wirklich selbst erarbeiten und ja, wir haben es ja eben schon gesagt, das ist auf der einen Seite das, was diese Serie so ausmacht und auf der anderen Seite das, was sie aber auch so schwer zu ergründen macht. Es ist verrückt, vor allem, es gibt ja auch ein Dark Souls Pen and Paper, wo ich mir denke, wie zur Hölle soll ein Mensch da einen Charakter spielen? Also erstmal, welche Art von Charakter spielt man? Ja, ich spiele einen Konditor und dann bist du in der Welt und dann woher kommt ihr? Sekunde. Also das ist ein zweistündiges Lore-Video. Ich komme aus einem Bild. Ja. Also, das Bild wurde gemalt, um den Zyklus zu brechen und jetzt wurden da Seelen reingesaugt. Unter anderem auch die Seelen meiner Eltern, die haben dann in dem Bild ein Kind bekommen und die haben mir erst spät gesagt, dass ich in einem Bild lebe und dann bin ich Konditor geworden. Und du so? Einfach so alles Chaos. Jetzt wissen wir, welches Bild und welchen Bild spielst du? Natürlich, das Winterpanorama. Das Winterpanorama, ist doch klar. Winterpanorama. Ach ja, es war eine schöne Reise auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen noch Jahre, um das zu verdauen und definitiv zu verstehen, was da passiert ist. Und sollte jemals ein Dark Souls 4 rauskommen, ich werde es auf gar keinen Fall spielen. Aber nächstes vielleicht. Ja, also es gibt ja auch noch ganz viele andere Souls-Spiele. Du musst ja erstmal jetzt Dark Souls, Dark Souls 1 und 2, Demon's Souls, Elden Ring, das musst du alles noch spielen. Alles in allem muss ich abschließend sagen, ich freue mich, dass wir das Spiel gespielt haben, dass ich es mit dir gespielt habe, weil, wie Kuro vorhin gesagt hat, ist es ein Meilenstein der Videospielgeschichte, das kann ich schon auch sehen. Aber alleine hätte ich es nie gespielt. Alleine, ich mag erstmal diese Art von Spielen nicht, bin eher so Multiplayer, kompetitive Sachen, aber dann auch mit diesen gemeinen Phasen und diesen random Attacken bei den Bossen, das hätte mich einfach wahnsinnig gemacht. Und deswegen danke ich dir, dass du mich auf diesen Weg genommen hast, dass du mir den Halt gegeben hast, da hier durchzuhalten und mich durchzukämpfen. Du hast mir alles beigebracht, was ich kann. Jede Parade, jede Rolle war eigentlich mit deinem Segen immer und deswegen vielen Dank für diese Reise. Und das war ein kleiner Rückblick auf die verwirrende Geschichte von Dark Souls 3. Wir sehen uns aber nochmal, denn ihr habt uns jetzt ein Jahr lang beobachtet, wie wir absolut nichts können. Und deswegen wollen wir als kleinen Ausgleich, als Skill-Ausgleich, euch auch mal zeigen, wenn man das richtig macht. Wir werden uns noch einen Speedrun angucken. Da gibt es einige, denn Dark Souls 3 ist ja ein riesiges Phänomen. Es gibt nicht nur die Spiele Pen and Paper, sondern es gibt noch diese ganze Speedrun-Szene, es gibt dann diese Lore-Szene, Leute, die sich damit beschäftigen und da schauen wir auch mal rein, um dieses Phänomen fassen zu können. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, viel Wärme. Oh ja, unbedingt. Rekindle the flame. Rekindle it. Oder nicht, don't the darkness. We don't know! No, don't know! Hört nicht auf die Schlange! Hört nicht auf die Schlange! Verrotten ist auch nicht schlecht.